Die E3 2018 steht vor der Tür und Entwickler Bethesda hat nichts Besseres zu tun und heizt die Stimmung im Netz mit einem kurzen Teaser heftig an. Um was es geht, erfahrt ihr nach dem Intro. Los geht's! Nach der lang ersehnten Veröffentlichung von Fallout 4 im Jahr 2015 wurde es still um die Rollenspielserie. Das verwundert nicht, Entwickler Bethesda lässt sich für gewöhnlich eine Menge Zeit bei der Entwicklung neuer Spiele. Jetzt scheint sich allerdings etwas zu tun. Kurz vor dem Start der E3 2018 veröffentlicht der Publisher ein mysteriöses GIF auf seinem offiziellen Twitter-Kanal. Das Bild zeigt ein typisches Motiv aus dem Fallout-Universum und schürt mit dem Hashtag PleaseStandBy Hoffnungen auf eine Ankündigung. Ob es sich dabei tatsächlich um Fallout 5 handelt, klärt sich wohl spätestens auf der E3-Pressekonferenz von Bethesda. Bereits vor rund 2 Jahren machten erste Hinweise auf Fallout 5 die Runde im Netz. Einem Medienbericht zufolge plauderte Synchronsprecher Ryan Alosio, der in Fallout 4 die Rolle des Deacon gesprochen hat, über das soziale Netzwerk Instagram brisante Infos aus. Demnach erklärte er, dass hinter den Kulissen eine Menge passieren und die Vorproduktion für Fallout 5 auf Hochtouren laufe. Dass dieses nicht ganz unbedeutende Detail noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sein könnte, ging dem Schauspieler nur wenige Monate später auf. Er löschte den Beitrag und ersetzte ihn durch einen anderen, der das Thema Fallout 5 aussparte. Allerdings kursieren im Netz Bildschirmfotos von dem Beitrag. Somit ist die Katze wohl aus dem Sack. Schon die Existenz von Fallout 4 wurde einst von einem redseligen Synchronsprecher enthüllt, bevor Bethesda das Spiel angekündigt hatte. Ja Leute, da sind wir schon wieder am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es gerne mit euren Freunden. Ansonsten war's das für heute. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.